Grüß euch Leute, ich bin's wieder, euch Luki, und ich zeige euch heute drei super leichte Rezepte, wo ich wahrscheinlich die meisten Zutaten schon daheim hab's. Und zwar gibt's nämlich heute einen lässigen Linseneintopf mit ein bisschen Speck drinnen. Dann habe ich noch einen cremigen Polentefeuer vorbereitet mit einem gebratenen Brokkoli. Und zum Schluss gibt's noch Luki's Pepperball Carbonara. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Für unseren Linseneintopf nehmen wir eine heiße Pfanne mit Oliven und Butter und spitzen darin unseren weißen Zwiebel an. Wir geben unseren Speck dazu und lassen das Ganze anschwitzen. Für die Frische geben wir ein bisschen Rosmarin und Thymian dazu. Danach kommen die eingeweichten Linsen in die Pfanne, leicht durchschwenken, mit Weißwein und Fond ablöschen. Für unser Blender nehmen wir eine Pfanne mit Schalotten, wieder frische Kräuter, lassen es leicht anschwitzen, mit Weißwein ablöschen, frischer Oberst dazu, Fond dazu, aufköcheln lassen und unseren Polenta einrühren. Mit Salz und Pfeffer gut abschmecken. Zum Anrichten nehmen wir unsere Polenta, richten das Ganze in einem Teller und darauf geben wir unser Linsenragout. Ausgarniert wird das Ganze mit knusprigem Speck, frischem Basilikum, Olivenöl und dann wünschen wir schon einen guten Appetit. Für unseren cremigen Polenta nehmen wir Butter und eine heiße Pfanne und schwitzen darin Zwiebeln und Knoblauch an. Rosmarin und Thymian für den Geschmack dazu und mit Weißwein abwischen. Für die Cremigkeit benutzen wir ein bisschen Obers und warten, bis das Ganze aufgekocht ist und mit Fond aufgießen. In die kochende Flüssigkeit lassen wir unseren Polenta einrieseln und schmecken den Ganzen gut ab mit Salz und Pfeffer. Mit Bergkäse verfeinern. Den pochierten Brokkoli in einer Pfanne mit Butter, Salz und Pfeffer und frischen Kräutern verfeinern. Zum Anrichten den Polenta in die Mitte vom Teller geben, den Brokkoli in der Mitte platzieren und mit marinierten Stängelwürfeln anrichten. Dann sind wir schon fast fertig. Zum Auskarnieren noch ein paar frische Kräuter, Olivenöl, ein bisschen Garnitur und wir wünschen einen guten Appetit. Für unsere Pepperball Carbonara kochen wir die Spaghetti in gesalzenem Wasser. Unsere Fleischbällchen würzen wir einfach ganz leicht mit Salz, Pfeffer, Rosmarin und Thymian und braten das Ganze in einer Pfanne schön knusprig an. Wenn die Bällchen eine schöne Form haben, geben wir es auf den Teller und schwitzen in dem Öl unser Salsiccia an. Danach kommen wir Schalotten dazu, ein bisschen Knoblauch und ein bisschen vom Bratensaft hinzugeben. Für unsere Soße haben wir zwei Biototen und geriebene Parmesan und wir verquirlen das mit heißem Wasser. Die Spaghetti kommen in die Pfanne, Soße hinzu, durchschwenken und dann richten wir das Ganze eh schon. Spaghetti auf ein flaches Teller anrichten, Fleischbällchen obendrauf und mit einem Kräutersalat garnieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit.